Können wir das offen lassen, hä? Steck dich doch mal hier. Der kommt wieder weit. Genau, und nochmal einer weit. Und dann hier so. Nee, können wir nicht, weil da kommt jetzt dann Gedöns. Saho! Wenn er sich wieder gefangen hat, können wir uns wieder drauf und dran machen, die Decke hier oben ein wenig reinzuziehen. Was machst du hier? Ach so, ja. Genau, stimmt ja. So, da drüben ist wohl... Ach, da drüben haben wir ja schon alles. Passt ja so halbwegs. Zur Not rennen wir einfach nochmal fix hoch und organisieren uns hier einen Stack an Steinchen. Aber sehen wir ja gleich, wie es ausguckt. So, wir haben nur noch 11 Stück. Na, da müssen wir uns noch einen Stack holen. Weil hier haben wir überall schon fertig. Also holen wir uns einen Stack. Beziehungsweise wir könnten hier mal schnell das Gelumpe hier rausreißen. Weil da kommt jetzt dann hier der schöne Steinziegel-Gedöns-Moped kommt ja daher. Wie wir es in unserem Gang gewohnt sind. Deshalb einfach mal freudig raushauen. So, hier passt das auch schon. Hier müssen wir halt nur noch ein bisschen nach oben. Da können wir hier eigentlich auch gleich noch mit lang. Und so müssen wir jetzt uns nicht immer hin und her bewegen, wenn wir dann... jetzt bin ich ans Mikro gestoßen, pardon. Wenn wir Steine brauchen, ne? Von daher machen wir jetzt da hier den Stack voll. Schmeißen den in die Decke. Und das, was überbleibt, damit füllen wir dann die ganzen Lücken aus. So, 31 haben wir noch über. Pop, pop, pop. Und jetzt müssen wir hier... Nein, nicht ganz. Falscher Knopf. Da müssen wir hin. Müssen wir hier noch ein paar Sachen ausfüllen. Genauso wie da. Und dann war's das. Dann kann man hier zumauern. Im Anschluss daran dann die Fackeln dahin gesetzt. Damit es schön hell ist. Hier nicht. Da kommt ja dann Eiche hin. Warte mal, ich tausche mal das hier gegen der Eiche. So, da hinten muss man dann auch noch ausfüllen. So, und dann kommt da wieder Birke hin. Kommt hier Birke hin. Dann brauchen wir hier hinten wieder eine Füllung. Oh, 16.2 sieht nicht so toll aus. Da müssen wir nochmal ran, müssen wir da. So, warte, und hier kommt auch nochmal. So. Hallo, wo sind die Fackeln? Ah. Falsch. Die brauchen wir da so. Und Eiche dazu. Oh, oh. Na, komm schon. So. Und dann würde ich sagen, sieht das doch schon mal halbwegs... Na, nach Vernunft aus. So, aber unsere Birke wird es nicht schaffen. Hey, ich will Birke, nicht Eiche. Ah, Gleis 2 fährt ein, sauber. So, da haben wir überall alles drin. Jo. Jetzt müssen wir hier noch ein bisschen. Und das war's am Birke, ne? Oh, komm, jetzt. So, wir haben noch ein bisschen Eiche. Die können wir noch verbauen. Und zwar, lass mich mal checken. Wir könnten hier in der Theorie diesen hier machen. Warte mal. Ah, okay, passt.
Türkisen hier? Ja, nee, vielleicht. Ich bin gerade am überlegen, ob ich hier ein Dings mit reinbaue. So eine Werkstatt. Also mit Werkbank und so einem ganzen Zeug. Das hatte ich mir gerade überlegt. Aber ich glaube, da machen wir uns einfach separat irgendwo nur ein Räumchen hin. Das wird halt dann voll gemüllt mit Öfen. Also nicht nur so zaghaft ein, zwei Stück, sondern richtig 20 Stück oder was reingeböllert. Dass du da ordentlich produzieren kannst, wenn du denn Lust dazu hast. So, da müssen wir hoch. Das Loch stopfen und dann kommt da hier wieder alles zu und dann war's das, was wir an Holz, an Kobbelsteinen benötigen. Der Rest wird jetzt einfach mit Holz gemacht. Und wenn ich sage, apropos Holz, dann bedeutet das so viel, wir müssen uns Holz organisieren. So, da haben wir auch schon überall. Wir brauchen Birke, Eiche. Wir brauchen eigentlich alles außer Fichtenholz. Ja, lass mal oben checken. Check, check. Wir haben die Axt mit. Und Platz im Inventar. Dann gehen wir jetzt Birken fällen. Schauen wir kurz hier vorbei, was wir an Setzlingen für Birke haben. Das ist aber nicht viel. Hoffen wir, dass genug Tropfen. Was sagt die Uhrzeit? Oh! Tagesanbruch. So, und laufen! Nicht, dass da wieder ein Creeper hinter uns kommt. Ah! Zombie! So, gib mir Erfahrungspunkte. Na toll. Bei den Bäumen. Ach, das ist ein Schleim. Ich dachte, ein Creeper. Schleim ist okay. Schleim kriegen wir klein. Oh. Gib mir eine Perle, gib mir eine Perle, gib mir eine Perle, gib mir eine Perle. Arsch. So, Bams und Bams. So, kleinen Viechers. So, Stufe 29. Dann müssen wir jetzt hier zu dem hier noch. Vielleicht können wir die 30 noch abgrasen. Ja, zumindest da hinten ist nochmal so ein Fetter. Oh, und ein Zombie. Und ein Creeper. So, dich erstmal so. So, und dich. Wehe, 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 Junge. Habe ich mit meinen eigenen Händen hier aufgefüllt. So, jetzt haben wir das Lilypad natürlich mit eingehamstert. Und das Gehüpfe, das ist ja nervtötendst. Jetzt nochmal so ein fetter. So, erstmal dich hier. Schleimkugel nehmen wir natürlich auch noch mit. Und dann können wir uns drauf und dran machen, dass wir jetzt Bäume fällen. Ah, noch nicht ganz. Da haben wir noch ein paar. Der muss noch dran glauben. Zumindest bis unser Schwert im Arsch ist. Jawohl. Und das Schwert ist im Arsch. Wie bestellt. Komm, die armen Kleinen, die können wir ja nicht einfach so alleine lassen. Die ertrinken uns sonst noch. So. Jetzt ist aber gut. Jetzt gehe ich Bäume fällen. Und zwar Birken. Und die lassen hoffentlich einen ganzen Arm an Setzlingen fallen. Weil 7 Stück ist nicht die Welt. So, den Eichenkollegen da, den hauen wir dann auch noch gleich mit um. Oder? Ja, sehen wir gleich, wie es mit dem Decane ist. Weil nicht, dass der uns die Birken am Decane hindert. Aber das sieht aus wie so ein Mutantenteil. Sollte aber gehen. Ging nur ein bisschen im Auge behalten, nicht, dass Commander Flauschfuß unterwegs ist. Ups.
Mana Flauschfuß kann keiner leiden. So, nachdem wir jetzt dann hier komplett alle Birken aus der Pampa gehauen haben, ist unser Holzvorrat wieder einigermaßen aufgestockt. Also er langt zumindest für das Lager und für ein vielleicht zukünftiges Projekt. Aber auf Dauer hilft nur Farmpower. Ja, da müssen wir dann mal ein paar Farmen erstellen, die dann quasi nach Kategorie geordnet sind. Dann hast du hier nur Eiche, dann hast du da nur Fichte, da hast du dann nur, ach, keine Ahnung, alles Mögliche. Dass du halt sagen kannst, wenn ich hier einen Baum fälle, dann kommen wirklich nur diese Setzlinge oder diese Setzlinge. So, und immer schön diese Setzlinge einsammeln, weil dann können wir dann hier gleich wieder ein paar Birken anpflanzen. Zwar nicht die relativ viele, aber zumindest mal ein paar. So. Haben wir es ja bald geschafft. Wie viel haben wir denn schon? Wir haben, naja, knapp 1,5 Stacks. Ich würde sagen, wir lassen jetzt hier einfach nochmal alles decayen, haben 8 Setzlinge bei, ich weiß gar nicht wie vielen ausgerotteten Bäumen. Haben hier eigentlich recht groß zugelangt. Hat das so eine Schleimbobbelkugel? Die holen wir uns mal fix. Da liegen noch mehr. Alle mal her. Schauen wir mal, wir haben jetzt wieder 43 Stück. Huiuiui. Da geht was. So, Setzlinge. Obwohl, hier haben wir noch 2, 4, 6, 8, knapp 10 Stück. Da müssen wir, glaube ich, noch nicht so wirklich nachpflanzen. Wir könnten hier höchstens mal schnell, weißt du, mal das so gewechselt. Mal schnell nach oben gegangen, hier die Eiche hier noch komplett rausgehauen. Komm, hüpf hoch. In der Zwischenzeit kann das andere Ding hier decayen. So, jetzt sind wir oben und dann hauen wir hier mal alles raus, was wir finden. So, diese Richtung. Da unten. Hauptsache hier decayt nicht, solange ich draufstehe. So, ein Stückchen nach unten graben und weitermachen. Immer weiter. Bis zur Unendlichkeit. Und noch viel weiter. Huha. So, und ich würde sagen, den Rest, den sehen wir ja dann, wo noch was über ist, wenn der ganze Klumpatsch hier nicht decayen mag. So, gib mir Setzlinge. So, ist halt immer so ein Geduldsspiel mit den ganzen Setzlingen, bis die da mal runterkommen oder meinen, runterkommen zu wollen. Vergeht immer einiges an Zeit. Was kann man in der Zeit machen? Das ist die Frage. Wir haben jetzt... Ach, wir haben auch gar kein Schwert mehr. Von daher, Bogen aktiviert. Und... Oh, guck mal, Setzling. Pfeile, wie viel haben wir? 37. 37 Pfeilen kann sie auch nicht wirklich einen Krieg gewinnen. Bop. Hihi. So, wir könnten... Setzling. Wir könnten ja hier ein bisschen auf Oktopodenjagd gehen. Da ist die Frage, ob die unter Wasser so fliegen, die Pfeile. Ich schau mir das mal an. Hilfe! Auftauchen. Sehr gut. So, sammeln wir uns mal die Erfahrungspunkte, die Färbefläschchen und die Pfeile mit ein. Jo, ich glaube, wir haben alles. So. Wir haben kurz nach Krone. Das heißt, wir können Setzlinge einsammeln.